Kunst musst du nicht verstehen. Der Podcast für alle, die Kunst irgendwie interessant finden, aber noch nicht so richtig den Zugang gefunden haben. Wozu eigentlich Kunst? Man muss weder Kunst noch Kunstgeschichte studiert haben, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Lass uns mal ganz tief eintauchen und mal einfach nur an der Oberfläche schwimmen. Viel Spaß dabei. Sehr expressiv ist dieses Bild von einem zeitgenössischen Maler, der gerade 85 geworden ist. Mein Name ist Astrid Blume. Ich bin Künstlerin seit vielen Jahren, Malerin und Kunstfreundin. Mich interessieren insbesondere die vielen unbewussten Aspekte und die intuitive Herangehensweise an Kunst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Er stand schon lange auf meiner Liste, nun ist es soweit. Es geht um Georg Baselitz. Georg Baselitz, ja, er ist 1938 geboren in Deutsch Baselitz in Sachsen. Damals hieß er Hans-Georg Kern. Georg Baselitz gehört zu den wohl bekanntesten deutschen Malern und auch zu den international erfolgreichsten Malern. Genau genommen ist Georg Baselitz gar kein deutscher Maler, sondern ein österreichischer Maler. Er ist seit 2015 österreichischer Staatsbürger. Seit 2013 lebt er in Salzburg. Ich behaupte, dass man seine Bilder relativ schnell erkennt an dem wirklich sehr kraftvollen, expressiven Strich und auch daran, dass die Bilder auf dem Kopf hängen. Ganz kurz noch etwas mehr zu seiner Biografie. Er wuchs in der Oberlausitz auf, ist der Sohn eines Lehrerehepaars, studierte 1956 an der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst in Berlin-Weißensee. Er ist von dieser Hochschule verwiesen worden, weil er eine gesellschaftspolitische Unreife gezeigt hat, was auch immer das damals war. Demzufolge verließ er diese Hochschule, die ja in der damaligen DDR lag. Er wechselte nach West-Berlin 1957. an die Hochschule für Bildende Künste. In den Jahren 1977 bis 1988 übernahm Baselitz Professuren an verschiedenen Hochschulen, und zwar in Berlin und in Karlsruhe. 1961 war es dann soweit, dass er unter Georg Baselitz weiter durchs Leben gehen wollte. Er hat sich gegen gesellschaftliche Werte und Normen aufgelehnt. Ich finde auch, dass man das an seinem Proteststrich, an diesem fast mit Wut aufgeladenen Strich erkennt. Mir waren die Bilder vor einigen Jahren in Hamburg aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in der Kunsthalle war, im Bucerius Kunstforum oder sonst wo. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich damals sehr beeindruckt war von der Kraft dieser Bilder. Durch diesen Duktus und durch die Farbwahl, durch die Komposition. Ich hatte vorher zwar Bilder von Baselitz gesehen, aber die hatten mich nie so richtig berührt. Vielleicht musste ich die Bilder im Original sehen. Ich habe vor 2-3 Jahren nochmal eine Ausstellung besucht in den Deichtorhallen in Hamburg. Da ging es um das Frühwerk der alten Meister, in Anführungsstrichen. Sigmar Polke, Gerhard Richter, Anselm Kiefer. Da waren auch Bilder von Baselitz zu sehen, die Skandalbilder aus den 60er Jahren, 70ern, also wirklich aus seinem Frühwerk. Das hat mich nicht so berührt, eher unangenehm, vielleicht auch wegen der Ekelgefühle, die ich hatte beim Anschauen. Es gab einen Eklat 1963, denn schau dir seine frühen Bilder an. Zum Beispiel die große Nacht im Eimer oder der nackte Mann.
dann kannst du dir vorstellen, wie das in der damaligen Zeit ankam, obwohl natürlich gerade alles so ein bisschen sich lockerte in der Nachkriegszeit. Die 68er waren noch nicht ganz da, aber der Boden war bereitet. Ja, diese Bilder sind natürlich provokant. Von der Art und Weise der Darstellung, aber auch inhaltlich. Nur mir sind sie ein bisschen zu vordergründig. Deshalb gefallen mir persönlich die etwas späteren Bilder von Baselitz besser, wo es auch um Gesellschaftskritik, Systemkritik geht. Die Geschichte wird verarbeitet. Er hat natürlich als ganz kleines Kind den Zweiten Weltkrieg mitbekommen. Dass das nicht ohne Traumata abgeht, ist ja klar. Dementsprechend sehen auch seine Bilder aus. In den 70er Jahren und darauf folgenden Jahren hat er all seinen Protest und die Kritik eleganter verpackt als in den ersten Jahren. Aber bilde dir dein eigenes Urteil. Ich möchte einfach einsteigen mit einem Bild, was ich in einem Ausstellungskatalog gefunden habe. Ich habe ein bisschen geblättert und stolperte über ein Bild, was betitelt ist mit Schritt über die Schwelle. Georg Baselitz hat das Bild 1985 gemalt, Öl auf Leinwand. Das Bild ist quadratisch, 2,50 Meter mal 2,50 Meter. Beim ersten Anschauen bin ich da so ein bisschen ratlos. Ich steige einfach mit einer Beschreibung ein und manchmal verknüpfen sich dann auch schon Dinge. Oder man bleibt eben komplett an der Oberfläche und nimmt nur das Gemalte wahr. Welche Qualitäten hat das Ganze? Von den Eigenschaften her, von der Farbigkeit, vom Strich, von der Komposition. Was sehe ich da? Es ist ein Bild, was auf dem Kopf steht. Das ist eine Form der Distanzierung. So stelle ich es mir zumindest vor. Es ist eine Möglichkeit, die Kontrolle so ein bisschen abzugeben und sich von den üblichen Sehgewohnheiten zu lösen. Ich sehe ein Gesicht einfach als eine Anordnung von verschiedenen Elementen und bin da nicht so schnell mit meinen Urteilen. Das hilft, wenn man ganz normale Porträts malen möchte, dann hilft es, das Bild einfach mal umzudrehen und das zu malen, was man sieht, wenn man jetzt zum Beispiel nach einem Foto arbeitet. Denn ansonsten folgt man so schnell seinen üblichen Spuren. Die Nase muss ja so und so aussehen und die Augen haben immer diese Mandelform. Wenn man das Bild, die Vorlage herumdreht und auch die Leinwand herumdreht, dann kann man sich davon befreien. Ja, ich sehe in diesem Bild einen Kopf, der knapp die halbe Bildhöhe einnimmt. Dieser Kopf sitzt ein kleines bisschen links von der Bildmitte und ist sehr expressiv gemalt in den Farben Knallrot und in so einem ganz normalen Rosaton. Ein bisschen Gelb ist auch mit dabei. Und Baselitz hat hier mit Schwarz und Weiß noch Dinge akzentuiert. Sieht so aus wie ein Stirnrunzeln, was mit schwarzen Linien angedeutet worden ist. Oder vielleicht ist es eine Kopfbedeckung oder Haare. Ich vermute mal, dass das gar nicht so wichtig ist. Der Kopf hebt sich sehr stark ab vom schwarzen Hintergrund, aus dem aber noch bunte Farbstellen hervorblitzen. Da sehe ich rote Spuren, einen grünen Farbspritzer und ein paar ganz kleine helle Lichtpunkte. Was auffällig ist, ist ein eckiges Element rechts neben dem auf dem Kopf stehenden Gesicht. Das ist wie ein kleines Fenster gemalt, durch das man nach draußen gucken kann in die Natur. Diesen Eindruck macht es gerade auf mich. Ich sehe so etwas wie einen Baum, eine Tanne. Auf jeden Fall hat Baselitz diese Pflanze in Grün gemalt. Sie scheint noch zu leben. Diese Pflanze ist von Weiß und etwas Rosa umgeben. Also es sieht aus, als wenn man durch ein kleines Gefängnisfenster oder eine Schießscharte nach draußen schaut. Aus dem Dunkel heraus.
Ja, ich gehe mal weiter mit meiner Beschreibung der Person, die hier zu sehen ist. Die Person ist in Grüntönen gemalt, in so einem Flaschengrün, was auch ungefähr das Grün der Pflanze ist. Ungewöhnlich. Der Hals ist grün und auch die Schulterpartie mit Längs- und Querstrichen. Dazwischen gibt es rosafarbene Elemente. Dann sieht man ein mit Rot verschmiertes Gelb auf beiden Seiten der Schultern oder Oberarme. Man kann auch kaum sagen, ob es eine männliche oder weibliche Person ist, die hier gemalt ist. Was ganz stark ins Auge springt und sehr irritiert, ist ein menschliches Wesen, was im oberen Bilddrittel komplett waagerecht liegt. Es sieht sehr leidend aus, weinend oder schreiend. Dieser Körper ist ganz in Schwarz dargestellt, unproportioniert und hat ungefähr in Herzhöhe einen herzartigen Fleck in rosa-rot. Dann sieht man noch die Fingerspitzen der größeren Person. Diese große Person scheint dieses schwarze Wesen auf den Händen zu tragen. Das sieht fast so aus wie aus einem Feuer heraus. Denn oberhalb dieses schwarzen Wesens hat Baselitz auch mit Gelb gearbeitet, mit Rottönen, die sich über die Schultern der tragenden Person hinwegziehen. Schau dir das Bild am besten an. Ich stelle den Link wieder in die Shownotes. Es ist sehr viel Drama in diesem Bild. Ich kann nur sagen, was meine eigene Assoziation ist. Die kann bei dir ja anders sein. Ich weiß nicht, wie alt dieses schwarze Wesen ist. Ich kann das Geschlecht nicht richtig bestimmen. Ich weiß nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Es sieht aus wie ein verkohltes Wesen. Es sind Haare vielleicht zu erkennen, aber es sieht für mich so aus, als wenn dieses Wesen gerettet wird von der anderen Person, deren Kopf groß dargestellt ist. Die rettende Person ist halb dargestellt auf diesem Bild, aber ja auf dem Kopf stehend. Im Zusammenhang mit dem Titel Schritt über die Schwelle. Ich hole mir etwas zurück. Ich versuche etwas zu retten, aber im Grunde ist es vergebens. Dieses Wesen ist verkohlt. Was noch da ist, ist das Herz. Das scheint lebendig zu sein, weil es in rosa dargestellt ist oder einfach besonders betont worden ist. Irritierend ist dieses Grün, wie schon gesagt, dass die Person im Schulterbereich und Halsbereich in diesen Grüntönen dargestellt ist und dass das korrespondiert mit dem, was man draußen sehen kann durch dieses kleine Fensterchen hindurch. Bei der Betrachtung von Baselitz Bildern, bleib jetzt aber mal bei diesem hier Schritt über die Schwelle, kommt so ein unbequemes Gefühl auf, denn man möchte ja immer das Bild verdrehen oder man fängt an, seinen Kopf zu verdrehen. Das ist so eine Art Automatismus. Es dauert eine Zeit, bis man sich darauf eingelassen hat, das Bild so anzuschauen, wie es ist, auf dem Kopf stehend. Wenn ich dieses Bild andersherum drehe, dann kann sich auch die Bedeutung umkehren. Wird dieses schwarze, verkohlt aussehende Wesen getragen oder schwebt es über dem Kopf des Tragenden? Hat es etwas Übersinnliches? Also, die Überkopfhängung irritiert und eröffnet noch mehr Freiräume, was mögliche Assoziationen angeht. Ich frage mich hier, ob irgendetwas hinter der Farbwahl steckt. Dieses Grün, Gelb, Rot, Schwarz. Sehr viel Schwarz in diesem Bild. Sehr viel Düsterheit, sehr viel Dramatik. Es ist ein sehr archaisch wirkendes Bild, ein sehr ursprünglich wirkendes Bild von der Malart her. Ich vermute, dass noch viel mehr dahinter steckt als die Interpretation, die mir jetzt zugänglich ist und die ich ja beschrieben habe. Das wäre aus meiner Sicht viel zu einfach. Es ist schon ein Schock, dieses Bild anzuschauen.
Es sackt ganz schön tief, es sinkt tief ein ins Gefühl. Es ist in meinen Augen ein Versuch, das Unbegreifliche irgendwie fühlbar und begreifbar zu machen. Und immer wieder die Frage, warum gibt es das überhaupt? Warum machen Menschen sowas? Welchen Sinn hat das Ganze? Aber das sind wahrscheinlich Fragen, die viel zu sehr vom Verstand kommen. Und die Auslöser für solche Aktionen, die liegen ja viel tiefer im Unbewussten und in den Lebensgeschichten derjenigen, die dafür verantwortlich sind. Und natürlich derjenigen, die da mitgemacht haben. Ich finde diesen Satz ganz spannend von Baselitz. Ich war gezwungen, alles in Frage zu stellen, musste erneut naiv sein, neu anfangen. Das passt zu dem, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Es lag alles in Trümmern. Es waren lauter Einzelteile da, die wieder neu zusammengesetzt werden mussten. Warum nicht mit ganz frischer, neuer Kraft anfangen, mit ganz kindlicher Kraft? Ich vermute mal, dass mich das Bild oder überhaupt die Malerei von Baselitz gerade in diesem Moment jetzt so reizt, weil ich selber einen ähnlichen Prozess durchmache. Mir macht es gerade viel mehr Spaß, die Kontrolle abzugeben und wirklich aus dem Inneren heraus zu malen. Entweder ganz abstrakt, so hat es Baselitz ja gar nicht getan, aber ganz abstrakt oder mit geschlossenen Augen. Das Malen habe ich so noch nicht ausprobiert, aber das Zeichnen, das ist etwas, was mich seit ein paar Monaten sehr, sehr reizt. Aber das nur als kleiner Exkurs. Damit möchte ich nur sagen, dass Kunst auch was mit dem eigenen Leben zu tun hat, auch wenn man jetzt selber gar nicht mal künstlerisch tätig ist. Die Bilder, die einen im aktuellen Moment reizen oder irgendwie anspringen, ich sehe das langsam so wie das Ziehen einer Tarotkarte. Es will einem etwas sagen. Und das sich befassen mit Kunst, das Reden über Kunst und das Machen von Kunst. Darüber gibt es jetzt immer mehr auch wissenschaftliche Forschungsarbeiten, auch eine Fachrichtung, die sich Neuroästhetics nennt, Neuroästhetik. Ganz spannend, weil ich das seit ein paar Jahren schon so auch für mich beobachte, dass Kunst einfach viel mehr ist als dieser Hype auf diesem Kunstmarkt und das Schaffen von Werten für den Kunstmarkt. Kunst hat eine viel tiefere Bedeutung. Historisch gesehen war das wahrscheinlich ja auch schon einmal so. Dass man mit Kunst therapieren kann, das ist ja auch nicht neu, denn Kunsttherapie kann man seit vielen Jahren studieren. Die Erfolge in dieser Therapierichtung sind beachtlich, aber nun versucht man es auch noch wissenschaftlich zu untermauern. Noch eine Sache, die sehr für Aufruhr gesorgt hat, ist der Satz von Baselitz, dass Frauen angeblich nicht malen können. Ich kenne den Zusammenhang nicht, in dem er das gesagt hat. Ich habe nur gelesen, dass er damit meint, dass richtig kraftvolles Malen, was Männliches verlangt, männliche Aggressivität. Ja, die Art und Weise, wie er malt. Diese Frage habe ich mir vorher auch gestellt. Können Bilder von Frauen so aussehen? Ich tendiere eher dazu zu sagen, nein. Man sieht es den Bildern an, dass sie von einem Mann gemalt worden sind. Vielleicht geht dieser Satz von Baselitz in die Richtung. Aber er hat natürlich auch noch so eine unterschwellige Spitze. Auf jeden Fall ist es spannend, die Bilder von Baselitz im Original zu sehen, um die ganze Kraft zu spüren. Die etwas intensivere Recherche führe ich ja immer erst durch, wenn ich das Bild schon besprochen habe, weil ich ja möglichst unbefangen ins Rennen gehen möchte. Nun habe ich noch zusätzliche Informationen, die ich gerne in den Zusammenhang stellen möchte mit dem besprochenen Bild. Ich habe in einem Interview gehört, dass Baselitz als Kind gerne in der Erde gebuddelt hat. Dort, wo er damals zu Hause war, fand er tatsächlich archäologische
Kostbarkeiten. Er fand dort Graburnen aus der Bronzezeit. Er kam überhaupt darauf zu buddeln, weil wohl Bauarbeiter oder Bauern aus dem Dorf in einer Kiesgrube genau solche Funde machten und die Gegenstände seinem Vater brachten. Sein Vater war ja Lehrer und stellte diese Kostbarkeiten dann in die Vitrine mit Lehrmitteln. Baselitz macht sich bis heute Gedanken darüber, was unter der Erde ist. Wenn wir über die Erde gehen, was hat sich ja unter unseren Füßen abgespielt in früheren Zeiten? Und wenn ich mir dieses Bild Schritt über die Schwelle vor dem Hintergrund angucke, dann können sich da noch neue Bedeutungen ergeben. Aber wie gesagt, es ist alles möglich. Jeder guckt mit anderen Augen drauf und stellt womöglich andere Zusammenhänge her. Aber dieses Bild, ja, wenn ich mir dieses verkohlte Wesen anschaue, dann könnte das tatsächlich auch sowas sein. Nicht zu Staub zerfallen, aber was früher da war, ein Mensch, der früher dort gelebt hat, wo Baselitz oder wo seine Familie dann später lebte. Und das Bewusstsein der Vergänglichkeit steckt da drin, aber auch des Weiterlebens. Also für mich hat dieses Bild, so düster das auch wirkt, durchaus auch was Positives aufgrund des Herzens von diesem dunklen Wesen. Dieses Herz ist ja sehr lebendig dargestellt. Dann steht das Grün in dem Bild für mich auch für etwas Lebendiges. Dennoch ist dieses Bild sehr vielschichtig oder es wirft immer noch ganz viele Fragen auf, weil mir nicht klar ist, was ist jetzt innen und was ist außen. Schritt über die Schwelle. Wo ist der sichere Raum? Ist der hinter der Schwelle oder vor der Schwelle? Diese Bedeutung oder diese Frage, die kann ja auch ruhig offen bleiben, die kann man sich immer wieder stellen. Wo ist der sichere Raum für einen selber? Gerade ist nicht überall ein sicherer Raum, baue ich mir die Ängste nicht selber auf. Wenn ich die Ängste wieder abbaue, dann bin ich sozusagen über die Schwelle gegangen. Ein anderer Punkt, der mir jetzt noch ein bisschen klarer geworden ist, ja, warum malt Baselitz in dieser Art und Weise mit diesem sehr kräftigen und forschen Strich? Das hat auch vielleicht was mit diesen Funden zu tun, mit den Überbleibseln früherer Generationen, die weit, weit, weit zurückliegen. Es ist vielleicht die Frage nach dem Ursprung. Ein ganz anderer Aspekt ist etwas sehr Pragmatisches. So hat sich Baselitz auch selber geäußert. Er wollte etwas machen, was bisher noch nicht da war. Es gab unheimlich viele Kunstrichtungen. Alles schien schon mal da gewesen zu sein. Es gab viele Künstler, die außerordentlich meisterhaft gearbeitet haben in technischer, in handwerklicher Hinsicht. Das hat Baselitz sich selber eingestanden, dass er da nicht mitmischen konnte in der Liga. Und so hat er etwas gemacht, was komplett konträr war. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Denn man kann sich natürlich in diesen Wettbewerb hineinbegeben, wer schafft es, die Natur am realistischsten darzustellen, sehr naturgetreu, fotorealistisch. Das kann man, wenn man sehr, sehr fleißig ist, kann man das lernen. Heutzutage gibt es viele Techniken, mit denen man manipulieren kann im digitalen Bereich. Man kann mit Projektionen arbeiten. Für mich ist das ein Wettbewerb, in den ich nicht einsteigen möchte oder nicht mehr. Da bin ich schon vor langer Zeit ausgestiegen, weil mich das einfach nur angestrengt hat und mir hat da mein persönlicher Ausdruck gefehlt. Und so kann ich das sehr gut verstehen, was Baselitz macht. Es ist ein Weg zum eigenen, zum ursprünglichen, zu dem, was ganz aus der Tiefe kommt. Wobei er im Zusammenhang mit den Skulpturen, die er ja auch viel macht,
gesagt hat, dass er es nicht fließen lässt und sprudeln lässt aus der Tiefe, sondern dass er seine Arbeit schon sehr kontrolliert, die Proportionen sehr kontrolliert. Das reizt ihn, das Steuer zu übernehmen und die Proportionen ganz bewusst zu wählen. Ich hoffe, du konntest wieder ein bisschen was für dich mitnehmen aus dem heutigen Podcast und bis zum nächsten Mal. Meine eigenen Bilder findest du unter www.astridblome.de, außerdem auf Instagram, und du findest meinen neuen Podcast Mindless Drawings zum meditativen Zeichnen als Special überall da, wo du auch Kunst musst du nicht verstehen findest.